Vocal Chain der Woche. Heute zeige ich dir ein paar Special Effects, die sich besonders gut für das Genre Dubstep, Reggaeton, Pop eignen. Aber du weißt ja, gut gemachte Effekte passen in jedes Musikgenre. Los geht's! Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro X. Wenn dich das interessiert, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meine Logic Workflow Checkliste. Da habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du wesentlich schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst. Also lad dir die auf jeden Fall runter. Unten im ersten Kommentar habe ich sie angepinnt. Okay, genug geredet für jetzt. Wir hören mal ins Beispiel rein und dann zeige ich dir alle Effekte meiner Vocal-Signalkette für diese Woche. Baby, open up to me. Don't give up so easily. Open up your eyes and see. There's more to our story. Okay, du siehst also, dem Step Sequencer, dem Step FX kommt hier in Logic eine größere Aufgabe zu bei dieser Vocal Chain. Fangen wir erstmal mit den einfachen Sachen an. Brot und Butter hier, ich schalte mal alle Effekte ab, auch den Step FX und zeige dir kurz, wie die Spur so roh geklungen hat, sage ich mal. Und dann schalten wir ganz schnell die Effekte zu, die ich hier benutzt habe. Zum einen war das der Tube EQ, der hier wieder diese Pultec-Emulation in Logic selber, die wieder mal bewiesen hat, wie gut sie ist. Ich schalte einfach zu, dann hörst du gleich, um was es geht. Don't give up so easily. Open up your eyes and see. Und da siehst du auch, wie gut er sich hier als subtraktiver Equalizer eignet, weil ich habe hier um die 400 rausgezogen und der zieht das einfach super raus. Ich habe hier in den Höhen dazugegeben, da kommt gleich diese Luftigkeit rein, obwohl sie recht tief singt, finde ich immer wieder faszinierend bei dem. Und damit klingt die Stimme schon mal wesentlich besser. Als zweites habe ich einen Bitcrusher verwendet. Den habe ich deswegen verwendet, weil zu diesem Genre, finde ich, wollte ich die Stimme etwas schmutziger haben. Ja, und die hat mir zu sauber geklungen. Und mit so einem Bitcrusher kannst du das Signal, grob gesagt, einfach schlechter machen. Ich kann es also runtersamplen. Ich kann dir das mal kurz zeigen, wenn ich einfach übertreibe hier. Don't give up so easily. Open up your eyes and see. There's more to our story. Also du kannst das Signal einfach ein bisschen schlechter machen. Es klingt ein bisschen ehrlicher, es kommt so ein bisschen statisches Rauschen mit dazu. Du kannst es hier extremer machen hier. Oder ich habe es jetzt hier nur zweifach downgesampled auf 8-Bit. Und dann klingt es einfach ein bisschen schmutziger und nicht ganz so klar und ganz so sauber. Und das, finde ich, hat recht gut geklungen hier bei diesem, in diesem Genre. Ganz normal hier mit dem LA-2A-Kompression. Open up your eyes and see. There's more to our story. Um ihre Vocals ein bisschen gerader zu bekommen, die Pegelspitzen abzufangen, hat sich der LA-2A-Emulation hier super geeignet. Dann habe ich dazu genommen ein Delay, ein Stereo-Delay, habe ich auf einen Aux geladen und habe hier eine Achtel punktiert und eine Viertelnote auf der rechten Seite, eine Achtel punktiert auf der linken. Du siehst hier, dass ich hier die Frequenzen sehr stark abgeschnitten habe, sehr, sehr eng gemacht, den Bereich, wo er durchkommt, damit das Delay mir nicht so glitzerig wird oben, nicht so dumpf wird unten und dass es fast so ein bisschen in der Midrange hauptsächlich durchkommt. Das passt auch sehr gut zu dem Genre hier und auch zu ihrer Stimme. Baby, open up to me. Don't give up so easily. Open up your eyes and see. There's more to our story. Hast du bestimmt schon oft gehört bei so Reggae-Produktionen oder Dubstep oder solchen Sachen, bei so Zwischenteilen. Da hörst du diese Art von Delay, von so ein dunkles Delay. Ja, damit spielen die da sehr, sehr oft rum. Gut, dann einfach noch ein Hall. Das ist, man muss jetzt hier kurz rein. Der Space Designer, ich glaube, waren 1,8 Sekunden. Nichts Besonderes hier. Ich habe eh so ein Narrow Hall, heißt der. Das habe ich mir rausgesucht, dieses Preset, eher so ein bisschen so ein Badewannenhall. Weil es in diesem Fall, also normalerweise machen wir es nicht so, aber in diesem Fall, finde ich, passt es ganz gut. Baby, open up to me. Don't give up so easily. Open up your eyes and see. There's more to our story.
Also so ein Hall würde ich niemals auswählen, jetzt bei einer anderen Produktion, glaube ich. Aber in dieser Produktion passt es ganz gut. Aber jetzt kommen wir zum Step FX, der hier die Hauptaufgabe erfüllt hat. Ich habe hier einfach nochmal komplett übertrieben, auch wenn das jetzt so aussieht, als wenn es gar keinen Sinn machen würde. Ich habe hier nochmal zusätzlich noch ein Delay dazugeschalten, ein Achtel links, eine halbe Triole rechts, einfach nochmal dazugegeben, Filter noch dazugegeben, nochmal Reverb, das schalte ich einfach zu. Ich schalte aber jetzt erstmal alle Effekte ab, weil hier unten wird es dann spannend, ja. Also ich schalte das Delay hier dann auch nochmal zu von dem Step FX. Baby, open up to me, don't give up so easily. Open up your eyes and see, there's more to our story. Mehr Delay. Don't leave me hanging. Don't leave me hanging on. Baby, open up to me, don't give up so. Also hier kann ich ihn über diese Matrix hier, kann ich sie dunkler machen, kann ich in den Frequenzen hin und her fahren. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Teil und das ist hier der Step Modulator in Logic. Und ich zeige dir es, hier kann man es am einfachsten vielleicht erstmal verstehen. Ich kann hier verschiedene Schritte einzeichnen und jetzt siehst du hier unten Panning. Das heißt, ich habe das Panning hier eingezeichnet, erst ist sie links, dann fährt sie in die Mitte und dann fährt sie wieder zurück nach links. Und dadurch wabert ihre Stimme so hin und her. Das wirst du gleich hören, wenn ich jetzt dazu schalte, dieses Panning hier. Baby, open up to me, don't give up so easily. Open up your eyes and see, there's more to our story. Ja, dadurch wirkt das Ganze relativ abgedreht und das passt gerade zu dem Zwischenteil sehr gut. Ich könnte jetzt hier einfach auch verschiedene Steps wieder in die andere Richtung machen und so weiter. Und dann habe ich hier noch den Filter-Cut-Off, das ist einfach, dass die Stimme dumpfer wird ganz schnell und ganz wieder dumpfer und heller wird. Der fällt jetzt nicht so arg auf, aber das hilft auch, die Stimme so ein bisschen abgedrehter wirken zu lassen, dass sie so ein bisschen hin und her wabert. Am entscheidenden ist aber hier dieser Gate-Mix und ich hab sie hier gegatet und deswegen fängt sie an zu stottern. Ich habe mir hier die Schritte auch eingezeichnet, wenn ich das jetzt zuschalte. Baby, open up. Und dann fängt sie an zu stottern, okay? Und ich kann jetzt hier auch verschiedene Sachen wieder machen. Ich könnte zum Beispiel auch kürzer stottern lassen, dass das ganz strange irgendwie kommt. Ups, also du kannst die Intensität des Stotterns oder wie laut man das hört einstellen. Kann hier vielleicht auch mal, kann ja einen dazu nehmen und dann hier am Anfang einfach sie kürzer stottern lassen. Okay, also der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Du musst bei solchen Sachen natürlich immer aufpassen, dass du nicht zu sehr durchdrehst, weil irgendwann wird es dann zu abgefahren und keiner kann mehr so richtig folgen, ja? Also dieser Step Modulator ist für sowas hier super gut geeignet. Hören wir einfach gerade nochmal rein in diese Geschichte hier, hier gerade in den Zwischenteil. Okay, also die Arbeit mit dem Step-Sequencer in Logic macht auf jeden Fall Spaß. Wenn du dich für Logic interessierst und möchtest noch mehr Videos von mir dazu sehen, dann empfehle ich dir auf jeden Fall diese Videos hier drüben. Da zeige ich dir noch ein paar andere Vocal-Signalketten, die auch recht gut angekommen sind. Ansonsten freue ich mich wie immer natürlich über einen Daumen nach oben oder über einen netten Kommentar. Oder vielleicht weißt du noch einen coolen Vocal-Effekt, den ich hier bisher auf dem Kanal noch nicht erwähnt habe. Dann schreib mir ihn einfach unten in die Kommentare. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!